Teil 2 und somit der letzte Teil, wo wir diese kleinen Bubble-Tea-Perlen in XXL machen. Okay, aus dieser Flüssigkeit entstehen die. Diese geben wir jetzt erstmal hier rein. Jo. Das Gelee müssen wir jetzt ins Kalziumwasser geben. Dafür habe ich mir hier schon mal die Schöpfkelle geholt. Okay, sowas habe ich wirklich noch nie gemacht. Boah, ich hoffe einfach, das klappt. 3, 2, 1. Oh Gott. Ich hol's gleich raus. Jo. Ist geplatzt. Stellt euch mal vor, sowas ist in eurem Bubble-Tea. Und in meiner Story werde ich da jetzt für euch reinbeißen. Hilfe.